Hallihallo Leute, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Sons of the Forest. Und dem Namen nach auch mitten im Wald. Und ich weiß nicht genau, wo wir auf dem Weg sind. Also ich habe auf jeden Fall vor, da oben an die Küste zu gehen, wo der Sandstrand ist. Und vielleicht müssen wir uns da noch mal ein bisschen, ja, ausruhen. Bevor wir dann weitergehen, oben rechts dieses Höhleneingang würde ich gerne erkunden. Denn mir fehlen noch viel zu viele Sachen, vor allem die Schaufel. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich die bekomme oder wie ich die bastle. Aber ich dachte, ist das ein Hase? Das ist der erste Hase, den ich hier sehe. Wir haben noch Fleisch. Ich hoffe, es hält noch, was wir haben. Da muss ich nämlich nicht jagen. Ich habe den Bogen nämlich noch gar nicht ausprobiert. Das ist wirklich ein Hase. Der springt aber ein bisschen komisch, muss ich sagen. Oh. Das war jetzt so ein Reflex. Ja, es wird auf jeden Fall dunkel. Also ich sollte schleunigst sehen, den Unterstand zu machen. So ein bisschen special aus. Ist aber, glaube ich, einfach nur Gestein. Oder ist hier etwa auch ein Eingang? Nee. Sieht nicht danach aus. So, müssten gleich am Strand sein. Gehen wir mal ein bisschen langsamer. Also Stöcke liegen wirklich immer viel rum. Kommt mir irgendwie aus dem ersten Teil bekannt vor, habe ich das. Zumindest kommt mir das gerade so vor. Wobei ich ja schon anmerken wollte, ich habe ja die Befürchtung, vielleicht ist das gar nicht die Insel aus dem ersten Teil, sondern eine komplett andere. Denn im ersten Teil das Ende, wo wir ja den Timmy gesehen haben in seiner Wohnung, stand ja auf dem Plan Isle 2, Insel 2. Deswegen vielleicht. Ist das gar nicht die Insel vom ersten Teil? Vielleicht gab es noch eine zweite. Die läuft ein bisschen putzig. Moment. Wen haben wir denn dort? Hey, schöne Frau. Kann ich Ihnen helfen? Wer sind Sie? Lass sie jetzt mal rankommen. Ich glaube, so drauf zugehen ist meistens immer ein Gefahr, ein Zeichen von... Nein, nicht Angst haben. Ich will doch nur wissen, wer du bist. Was ist los? Läuft die wieder weg? Weiß nicht, sollte ich die verfolgen? Hm. Was meinst du, Calvin? Was hat das mit der auf sich? Ja, ich glaube, drauf zugehen ist keine gute Idee, komm. Die werden wir bestimmt noch ein paar Mal sehen. Jetzt hat sie ja auch Angst, sich zu nähern, weil ich hier mit dem Begleiter unterwegs bin. Wird sich früher oder später noch klären. Wie weit ist es denn noch zur Höhle? Da ist noch ein Stück. Jetzt sollte ich mir hier schon ein Lager aufschlagen, bevor ich wieder... irgendwelchen Patrouillen in die Hände laufe. Ja, ich würde mal sagen, das mache ich mal. Ich mache mal hier ein Lager hin.
Kannst du das hier hinsetzen? So, sehr schön. Ich frage mich, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, wie viele ich davon hochstelle. Oh, es geht doch alle vier. Keine Ahnung, warum. Gut, dann speichern wir hier direkt mal wieder. So, Kelvin, gute Nacht, ne? Muss ich dir eigentlich sagen, dass er Pause macht? Nee, nicht speichern. Ich wollte schlafen. Und schlaf dich jetzt mal aus, verdammt. Na, Gott sei Dank. Er ist mal wirklich ausgeschlafen. So, wir brauchen Wasser und wir brauchen was zu essen. Vielleicht machen wir uns dann doch mal ein Feuer. Würde ich sagen. Wie ging das nochmal? Stock ausrüsten. Irgendwann kriegen wir das noch raus hier. So, jetzt ist die Frage, muss ich eigentlich, kann ich auch so schon was ins Feuer legen? Das sieht doch ganz gut aus. So, erstmal warten, bis das gebraten ist. Das dauert erstaunlich lange, hä? Ich sehe gar keine Veränderung. Nimm's mal runter, mal gucken, vielleicht ist es ja schon fertig. Nee. Anscheinend dauert das doch ein bisschen länger. Gut, dann müssen wir es nochmal draufhauen. Unser Serviertablett hier. Ach, so kann man sich's doch gut gehen lassen, Herr Kelvin. Nimm dir ruhig ein Stück, ne? Ich glaube, ich werde mir erstmal einen Tropfen genehmigen. Oh, viel besser. So, das erste ist fertig. Das zweite und das dritte. So, was ist denn jetzt? Kann ich ihm eigentlich irgendwas. Ich kann mit ihm halt nicht weiter interagieren, ne? Bis auf Befehle geben. Okay. Ja, ausmachen brauchen wir es wahrscheinlich nicht. So. Dann essen wir doch gleich mal was. Das reicht. Na gut, speichern habe ich jetzt natürlich wieder beseitigt. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Oh, hier hätte ich Eier mitnehmen können. Moment, das wollte ich doch mal ausprobieren. Muss man die abbraten? Mehr zeigt es nicht an, nur Blätter, Geld und das Fleisch. Heißt das tatsächlich, dass ich die Eier etwas so essen kann? Schildkröteneier? Bringt nicht viel, ja? Natürlich schnipst er sich rein, als wären es Heidelbeeren. Okay, ja, doch, es geht, es geht. So, Kelvin, wir können weiter, ne? So, ich bin mal gespannt. Was kann man hier eigentlich noch machen? Baue Feuer, Kohlestöcke. Nee, Standard. Bitte mir folgen, ja? Ich wünschte, ich könnte deine Ohren heilen. Warte mal, vielleicht kann ich hier noch Eier mitnehmen, aber ich glaube, da bin ich ein bisschen spät dran. Kann es sein, dass man dafür tatsächlich früh aufstehen muss, wenn die ersten Eier gelegt werden? Direkt zuschnappen. Oh, hier haben wir Stoff. Oh, jetzt auch einen erwischt.
dachte gerade, da liegt Geld. Nicht im Ernst. Die schnappen sich den Seestern und essen den? Das ist ja interessant. Oh, so viele Details. Wie cool. So ein Stückchen haben wir noch vor uns. Ist das dort ein Totem? Und da steht einer davor? Oder stehen da zwei? Da sind welche aufgespießt. Das muss ich mir angucken. Wahrscheinlich ein Mahnmal, dass sich hier keiner auf der Insel blicken lassen soll. Knochenmaske. Sieht ein bisschen so aus, als wären das dann die Typen, die wir im ersten Teil gespielt haben. Da hat man doch genauso eine Knochenmaske getragen. Der Helm könnte man auch noch nutzen. Okay, nee, nichts zu holen für uns hier. Da müsste die Höhle dann drin sein. Gehen wir mal schauen. So ein kleiner Höhleneingang sogar. Was sind das hier für Eimer? Na, hier muss ich erstmal einen Weg frei machen. Kelvin geht schon. Er hat keine Lust drauf. Oh shit. Oh, ich dachte gerade, da ist so ein Typ mit einer Funzel oben drauf. Aber nee. Ich frage mich, wie lange dieses Feuerzeug hält. Oh, 9 mm Munition. Das ist für meine Pistole sehr hilfreich. Was haben wir hier? Puffkorb Outbits. Sahara Therapeutics from Remote Island. Sahara Therapeutics war das, was wir im ersten Teil gesehen haben. Out? Was heißt denn Outbits? Ich weiß es nicht genau. Für Remote Island. Location of Island is still unknown. Lawyers are under strict NDA. Also anscheinend hat diese Firma diese Insel aufgekauft. Und ich weiß nicht, ob die dann Sahara Therapeutics drauf betrieben haben. Oder ob das was anderes bedeutet. Einige Leuchtfackeln wieder. Vielleicht kriegen wir ja... Oh, ist das eine Trinkflasche? Ein Lufttank. Oh. Vielleicht kriegen wir ja hier... Ich vergesse, was ich sagen wollte. Die Leuchtpistole noch. Das war's. Ich glaube, hier will ich jetzt aber dann doch die Taschenlampe haben. Was? Wir haben 7 neue Sachen. Energiemischung. Ja, die Energiemischung muss ich gleich mal gucken. Wahrscheinlich hier so Pfeilblatt zum Beispiel. Genau, und was ist das andere? Chicorée? Oh, schön machst du das. So, kannst du das aber erst... Nein, nicht erst... Ja gut, okay. Schafgarbe. Gesundheitsmischung. Gesundheit geht uns aber eigentlich noch gerade gut. Ich wollte doch die Taschenlampe haben. So. Bisher sind ja die Höhlen noch relativ nett zu uns gewesen. Keine großartigen Gegner. Aber das klingt anders. Ich weiß nicht, die Ortung ist ein bisschen schwierig. Es klang jetzt wirklich, als wäre einer vorbeigegangen.
Das Krummeln heißt nichts Gutes. Wie viele hat es denn hier erwischt? Oh shit. Oh shit. Ich habe nichts gesehen. Vielleicht kann ich einfach weggehen. Ich kann nicht weggehen. Sind die Viecher schnell. Aber ich bin auch schnell. Ich kann sehr schnell rennen. Mist, ich wollte da eigentlich eine Ecke noch angucken. Aber das hat sich jetzt erledigt. Der ist mir nämlich, glaube ich, immer noch auf den Fersen. Gut, der hat mir ordentlich Gesundheit abgezogen. Vielleicht brauche ich doch gleich eine Gesundheitsmischung. Shit, hier sind einige mehr. Shit, ich bin hier. Kann ich die vielleicht die Maske benutzen? Nee, das hilft gar nichts. Oh shit. Müsste auch das Blocken mehr nutzen. Ich bin eh gleich tot. Ja, das war's. Shit, verdammt. Mal gucken, was jetzt passiert. Ich sehe gar nichts. Hä? Haben die mich eingefroren? Nee, ich bin so einer zähen Masse. Ach, shit. Ich will nicht gestorben sein. Boah, erstmal Medizin nehmen. Ich bin voller Blut, ich sollte mich wahrscheinlich auch waschen. Ich habe keinen Plan, wo ich hier bin. Oder haben die mich einfach an Ort und Stelle umgebracht? Ich bin am Anfang der Höhle. Oh shit. Vielleicht muss ich mal den Bogen jetzt ausrüsten. Ich glaube, ich muss mich mal anfangen zu verteidigen hier. Alter, was halten die denn aus? Ich sehe zwar nicht viel, aber ich schieße. Gib mir die Pfeile wieder, danke. Sag mal, sind die unsterblich? Den habe ich geschafft. Aber den anderen, der macht unglaublich viel Schaden und ist auch irgendwie nicht tot zu kriegen. So, jetzt weiß ich zumindest gleich, ob ich ganz tot bin oder ob ich wieder am Anfang der Höhle spawne. Überlebt 4 Tage. Scheiße. So sieht dann also der Todesscreen aus. Okay, also wir haben tatsächlich immer nur eine Möglichkeit. Und wenn wir es dann verkacken, haben wir es verkackt. Oh fuck, oh fuck. So, willkommen zurück. So, wir haben geschlafen, noch nicht gegessen. Also, selbes Prinzip wieder. Erstmal ein Feuer machen und was essen. Hatten wir. Achso, die Stöcke hatte ich von da, ne?
werde ich doch bestimmt noch was anderes finden. Mist, was mache ich denn? Wie komme ich denn da durch? Hier ist ein Stock. Sehr schön. Ach, das ist direkt gemütlich. Interessant. Kannst du bitte nicht ins Feuer laufen? Danke. Mach doch bitte mal eine Pause. Und bitte nicht im Feuer. Oh, Eier. Das wäre jetzt aber knapp geworden hier. Ist auch noch eins da. So, dann würde ich das gleich nochmal abspeichern. Mal gucken, ob es hier noch Eier rausfallen aus der Schildkröte. Da sind noch welche. Oh, ich habe keinen Platz mehr. Gut, dann gönnen wir uns doch mal direkt was. Auster bringt halt nicht viel, aber die müssen weg. Ich frage mich mittlerweile wirklich, wofür wir die Maske eigentlich haben. Müssen wir wahrscheinlich erst noch rausfinden. Jetzt kommt sogar dieses Geräusch, als würde ich es vom Strauch pflücken. Ja, das ist lustig. So, das können wir doch abspeichern. Und dann nehmen wir das ganze Ding wieder mit. So, ich weiß, es war eine kurze Rast, aber wir müssen weiter. Ja, ich würde wirklich sagen, ich glaube, ich lasse die Höhle dann erstmal aus. Ich glaube, das ist einfach noch zu krass. Vielleicht könnte ich da oben das Ausrufezeichen noch ausprobieren zu finden. Da fällt mir ein, ich hätte doch eigentlich auch meine Pistole nutzen können. Aber ich hatte das Gefühl, dieses komische Viech, was aussieht, als hätte es als Brustkorb ein Maul. Das schien einfach nicht tot zu gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt down kriege. Ich schätze, das wäre die einzige Möglichkeit gewesen, da durchzukommen. Probiere ich es doch nochmal. Jetzt bin ich schon ein bisschen neugierig. Wie viel Munition habe ich eigentlich? Sehe ich das irgendwo? Flinten sogar, okay. Sechs Kugeln nur? Das ist ja gar nichts. Gut, ich habe noch Granaten. Damit gewinne ich hier keinen Pokal. So, da oben hin wollte ich. Es könnte auch da oben der andere Eingang zu der Höhle sein. Vielleicht bin ich da ein bisschen besser aufgestellt. Oh, was haben wir denn hier? Totems. Da habe ich ja keinen Respekt vor. Die werden abgeschlagen. Die
gehe schon in die falsche Richtung. Und wenn mir jetzt irgendwas vor den Bogen läuft, ich wollte schon Flinte sagen, dann muss ich das auch mitnehmen. So, zum Beispiel den Hasen. Den könnte ich doch direkt mal versuchen zu treffen. Wenn er mir dann wieder begegnet. Ich höre das aber immer aus einer anderen Richtung, als sie letztendlich kommen. Einfach weg. Ich weiß nicht, in dem Kreis war ich, glaube ich. Ich glaube, das war die Stelle, wo man graben könnte. Aber ich kann mir mal vorbeigucken nochmal. Oder die andere Höhle, wo wir schon waren. Mit der Keycard. Ist schon eine ziemlich große Map, muss ich sagen. Was steht denn da unten? Das ist ein Lager von denen, oder? Ja, ich komme euch jetzt auch mal besuchen, ne? Ich dachte, wenn ihr das bei mir macht, kann ich doch mal bei euch vorbeischauen, oder? Mal gucken, wie ihr so lebt, ne? Und das? Hat doch keiner gesehen, oder? Guck mal, die kann man aufmachen, die Dinger. Weiß nicht, solange ich sie nicht angreife, vielleicht sind sie ja dann auch nicht so böse. Leiterplatte. Einfach alles mitnehmen. Sag mal, hackt's bei dir oder was? Warte, ich hab's gleich. Jetzt brauche ich auch dasselbe, ne? Ist ja wohl nicht. Okay. Jetzt sind sie sauer. Ja gut, ich kann verstehen. Ich habe mich ja auch ein bisschen schlecht verhalten, ne? Okay. So, die machen uns keine Probleme mehr. Ich hoffe nur, es spricht sich nicht rum. Sonst werden wir von den anderen direkt angegriffen. Oh, da kommt schon der nächste. Schnell weg. Moment, ich wollte doch eigentlich dieses Kreis da, den Kreis mir angucken. Okay. Was haben wir hier für neue Anleitung? Tech-Rüstung. Okay. Das ist, glaube ich, die wir gesehen hatten im Labor.
Gesundheitsmischung. Ich glaube, die mache ich mir mal. Vielleicht geht das schon. Kombinieren. Ah, da brauchen wir Aloe Vera. Das haben wir noch nicht gefunden. Ja, ich gucke mir die Pflanzen zu wenig an. Ich merke das schon. Ich weiß, dass Aloe Vera auf jeden Fall im ersten Teil schon schwierig zu finden war. Ist nicht so herausgestochen. Oh, hi. Ich gehe einfach wieder. Vielleicht hat sich das noch nicht rumgesprochen, dass ich welche von denen umgebracht habe. Ich finde es ja toll, dass dieses Navi, was ich bei mir habe, auch unendlich Strom hat. Ne? Das muss ich nicht aufladen. Ist ja das nächste Lager von denen. Ah ne, das war halt an der Stelle. War ich an der Stelle? Das war die Grabungsstelle. Kann sein, dass ich das vielleicht rausgeschnitten habe, weil das am Anfang war, wo ich so eine Schwierigkeiten hatte. Und ich wusste, wie es weitergeht. Ja. Komme ich leider noch nicht weiter, weil ich hier erst graben muss. Gut, das heißt, wir müssen dann doch weiter weitergehen. Zu dem Ausrufezeichen in die Richtung. Und das machen wir in der nächsten Folge, Leute. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt und mich begleitet hier zusammen mit Kelvin. Wir sehen uns in 2 Tagen wieder. Vielen Dank. Tschüss.